So, dann ist Ben dran. Kommst du dann ins Medical Center? Ja, ich komme dann ins Medical Center. Als Zylone denn, ja? Ja. Ich habe halt keine Ahnung, also du musst mir am Ende schließlich mal erklären, was du dir dabei denkst. Ja, er möchte Zylone werden, damit er die Zylonen-Aktionen machen kann. Glaube ich nämlich auch. Liegst du dran? Dein Zylonen-Kollege ist, glaube ich, auch verwirrt. Das? Na, ich habe schon gesagt, dass er nichts anderlegt. Achso, haben wir ja, nicht. Dann ist da nächste unten dran. Ich glaube, ich lege mal dagegen. Das ist immer eine gute Idee. Denkt ihr wirklich? Stopp, das kann halt auch eine Move sein, um uns Karten rauszuziehen oder sowas, gell? Das stimmt. Das sind sowieso useless Karten, die ich da reinlege. Ja gut, im nächsten musst du halt wissen, ja? Also useless ist eine Karte, irgendwie. Wobei, man könnte sie natürlich auch, ja. Also du meinst, ich soll nicht legen. Ich weiß halt nicht, ob das Sinn macht, halt da groß zu investieren. Es könnte halt dem nächsten Skillcheck kommen, wo wir halt Few verlieren und dann hast du keine Karte dafür, ja? Legt einfach ein bisschen rein. Auf was skillchecken wir denn? Darf ich mal gucken? Wenn ich mich jetzt auch dann ziehe ich auch keine Crisis-Karte, möchte ich nur anmerken. Legt ein bisschen was rein. Es muss nicht viel sein. Legt ein bisschen was rein. Dafür oder dagegen jetzt? Also so, dass er sich nicht umbringt. Dagegen. Warum denn? Nur ein bisschen. Erkläre ich dir, wenn gleich der Skillchat läuft. Aber nur ein bisschen. Also wenn wir es verhindern wollen... Er will jetzt mir Karten rausziehen. Falls, auch wenn ich es nicht schaffe, dass ich halt Karten reinlege. Also ich habe richtig dick reingelegt. Okay. Richtig dick. Also ich könnte auch was reinlegen dafür, aber es sind halt wichtige Karten, deswegen werde ich glaube ich nichts dafür reinlegen. Wenn du dagegen noch was hast, wo du sagst, brauche ich eh gerade nicht, dann kannst du es reintun, ansonsten tu nichts rein. Okay, dann leg ich rein, ich leg die offen rein. Weil wenn es halt nicht klappt, hat er jetzt gleich keine Karten mehr, dann wirst du es. So, das war's. Ja, die zählt dazu nur. So, nochmal gucken, was zählt dazu. Treachery, grün, lila und blau und es ist ein 3er Skillcheck. 4, 1, 3, 7, 9, 11, 10. Warte mal, wenn wir nichts wegpacken, ich muss erstmal drüber gucken. Einmal kurz drüber gucken. Und der war Rex-Test, ne? Aber ist keine Karte drin. Was kannst du denn bekommen für Karten? Du kannst. Jetzt, warum sollten. Also, ich hab's noch nicht verstanden. Also, nee, ich wusste nicht, ab. Wie viel er reinlegt. Ich wusste nur, was oben in dem Kartenstapel drin ist. Ich werf eine Treachery ab. Ich werf noch eine Treachery ab. Ich werf noch eine Treachery ab. Und noch eine. Oh Gott. Warte mal, bist du jetzt Human oder bist du. Ich bin jetzt Zylon. Jetzt da schon. Jo. Ich glaube, wenn du stirbst, dann musst du das dann auch jetzt ablegen. Jetzt mal eine Frage, wieso hast du die Treachery-Karten nicht einfach alle reingeballert? Ich darf nur 3 reinlegen. Achso. Du darfst nur 3 reinlegen? Ja. Ja. Okay. Und der Punkt ist nämlich, dass ich wusste, was oben im Deck ist und das hätte halt auch böse, also obwohl er Karten reinschmeißt, hätte er das trotzdem scheiße für ihn enden können. Deswegen, und da ich nicht wusste, ob das jetzt Vorteil von uns ist oder Nachteil, wenn er hops geht, deswegen habe ich gedacht, naja, kannst du mal gucken. Ja, muss er uns am Ende erklären. Dann Hagar, du bist. Ich bin. Ben, ich bin jetzt Feuer und Flamme für deine Initiative, die Menschen zu zerstören. Okay. Cool. Wahrscheinlich muss die Population auf 3. Hagar? Ja. Du solltest dich auf jeden Fall auch hierhin bewegen, weil Doc könnte detained werden. Ja, das habe ich mir auch überlegt. Und dann mit sobald du Executive Order hast. Ja, alles gut. Ich darf noch Karten ziehen. Ich lasse ihn da mal stehen, so, und jetzt ziehe ich mal noch Karten. Und es gibt Karten, die man beim Movement ausspielen kann, Hagar. Ja, du wartest am besten noch. Dich doch mal zurückbewegen. Genau, warte mal. Ich muss aber mal eben kurz auf meinen Dingens drauf gucken. Okay, alles klar, ich ziehe. Engineering. Nein, du ziehst Leadership. Ich ziehe, was ich ziehen will. Oh Gott.
Das ist doch richtig schön gelaufen. So, dann spiele ich die hier auf den Dock. Ist das Executive Order, ja? Ja. Nachdem ich mich gemoved habe, Entschuldigung. 2. Oh Gott. Da war keiner mehr. Ich kann noch eine zweite Action machen. Du hast den ganzen Stapel gezogen. Ein paar. Shit. So, ich mach's für dich, ja? 2. So. Ich hab's für dich gemacht. Entschuldigung. Alles gut. So, mehr machst du nicht, Hager, oder? Kannst du ja nicht. Nee, mehr kann ich nicht machen. Dann Crisis. Resistance Bombing. Oha, das ist ja mal sehr interessant. Oha, einer der wenigen Karten, die keinen Jumpmark haben. Und davon gibt es nur 2 Karten oder 3. So, aber wenn ich das. Also, ich kann dann entweder einen Zylonen. Einen Zylonen exekutieren. Wieso sollte ich einen Zylonen exekutieren? Der kommt dann halt direkt wieder weiter, wieder in die Medbay, oder? Schon mal interessant wäre, er verliert seine Super Crisis Karte. Ja. Also oder ich kann 2 von diesen komischen. Diese dusselige Forces, also weil der bewegt sich ja jetzt einen weiter, ne? Ja. So, wenn ich den zerstöre, wäre das doch gut. Das wäre gut. Ja, der kann uns halt detainen, sonst, wenn er ankommt. Aber es ist ja auch. Und vor allen Dingen, wenn er sich noch einen weiter bewegt, ist er auf dem Schiffchen. Noch 2-mal. Ja, deswegen. Das ist also, es ist halt, Hager, es ist die Frage, wie gut seine Super Crisis Karte ist, ob er die vielleicht aufgespart hat oder sowas, ja? Ja, aber das ist alles nur hätte wenn und aber. Wenn das ein Problem ist, wenn er nochmal, also ich weiß nicht, können die den denn nochmal bewegen lassen? Ja, das könnt ihr auch selber machen. Kann ihn aktivieren. Ja, dann ist er doch gleich dran und er bewegt ihn nochmal und dann steht der Zylon schon auf den Schiffen drauf, oder nicht? Macht wahrscheinlich Sinn, ja. Ja. Eine Moral verlieren wir halt dafür. Ja, aber das haben wir doch noch, oder? Ja, 3 halt, also 4. Seid auch nicht mehr so viel. Ja, erzähl mir dann, wo der Vorteil wäre, wenn wir das irgendwie nicht machen. Ja, wahrscheinlich hast du recht, dass wir es machen. Ja, also dann brauchen wir doch eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Ja. So. Ich würde gerne nur minimal beitragen. Dann pack ich oder was eher, rein. Also ich würde eher nicht beitragen, wenn es möglich ist, sonst muss ich halt was reinlegen. Dann pack ich mittelmäßig rein. Mittelmäßig? Also es ist... Ja, ist weiß halt... Halt nicht, ob wir auf die 12 ist halt... Kommen. Ist halt 12, ne? Da ist mittelmäßig halt mittelmäßig. Also, ich würde halt immer viel und groß würde ich immer gleich machen und nicht von der Karte abhängig. Also macht ja, okay, so okay. Halt, ja? Weil ja, sonst ist es halt super verwirrend, weißt du? Dann meinst du mit jedes Mal was anderes. Oder ich sag jedes Mal mittelmäßig. Genau. Dann ist auch super. Also, müsst ihr... Okay, dann mache ich das jetzt auch jetzt anders. Ich weiß nicht, ja. Wie das halt ist. Ich habe keine Ahnung, wie es so ist. Ben fängt auf jeden Fall an, ne? Ja. Wir können dann nachher noch genauer reden. Ja, unser Zylonenfreund kann jetzt nur noch 2 reinlegen, ne? Ich habe keine Karte. Aber okay. Ich kann auch 2 reinlegen, ja. Ja. So, das war's? Ja. Und du hast da richtig dick schön reingeschmiert, oder wie? Ja, kann man sagen, ne? Also, dick würde ich es jetzt nicht nennen, aber schon gut. Wir könnten auch heute nur auf 7 gehen und Karten sparen. Ich weiß es nicht. Ja, nein, wir müssen den Roboter da wegkriegen. Der steht sonst nächste Runde auf den Schiffen. Der bewegt sich jetzt einmal, dann ist Ben dran und dann steht er auf den Schiffen. Ja, ja. Also, was sagt uns das? Ja. Minus, ja, wahrscheinlich.
Gut, ich investiere meine einzigste Karte. Erwart nicht viel von der Karte. Erwart sehr wenig. Ja, okay, dann bin ich, ne? So. Okay. Plus 1, plus 3, plus 6, plus 7, plus 9, plus 7, plus 8, plus 5, plus 6, plus 11. Okay, geschafft. Echt? Ja, ich hab hier noch ein Dingens reingeknallt. Das heißt jetzt... Das war aber höllisch knapp, du. Ja, ja, deswegen für so ein heilig knappes Ding habe ich immer mal wieder so einen auf der Hand. Jetzt kann ich den zerstören, ne? Diese Occupation Force. Jo. Und ich zerstöre den und dann kommt quasi direkt ein. Ja, nee, ein neuer kommt nicht, ne? Nee, dann kommt er weg. Alles klar, das ist doch schön gelaufen. Doch, es kommt ein neuer. Weil der Text vor dem Symbol abgehandelt wird. Ja, okay. Das ist aber schade. Moral muss noch weg, ne? Ja, ein Moral von ihm. Dann ist Ben dran. Und Karten ziehen nicht vergessen. Wir werden jetzt aber auch beide anfangen, das Ding zu aktivieren, um uns zu erwischen. Ja, da gehe ich von aus. Aber selbst wenn sie jetzt beide aktivieren, steht er erst hier. So, und dann haben wir noch eine Chance. Ja, wir aktivieren dann wieder. Okay. Dann ist der Doc. Du playst jetzt noch eine neue hier hin, gell? Das ist schon richtig. Activate one Occupation Force, then place one Occupation Force on the Slot. Oh, okay. Hat Starbucks sich nicht jetzt nach hier bewegt? Doch, hat es. Ich weiß nicht, wieso ich da hinten noch stehe. Komisch. So. Soll ich evakuieren? Ja, ne? Ja, oder du gibst mir, oder du hast noch ein Execute Order, mach das Handy auf mich zu spielen, weil ich dann zwei rüber schöpfen kann. Ja, ich habe keinen Execute Order, sonst würde ich die spielen. Oder meine, ja, dann mach doch so. Oder meine Spezialfähigkeit hier. Aber ich würde eher evakuieren durch. Ja, evakuieren macht mehr Sinn. Okay, danke. Schieb mal einer einen rüber. Ja, habe ich gemacht. Wie packt der bei mir den ganzen Stapel? Wie kann man denn eine? Ah, sehr schön. Da musst du schnell sein. Ja, die sollten wir bestehen, aber ist nicht so super schlimm, wenn nicht, ne? Eigentlich ist es komplett egal, würde ich sagen. Aber der kann ja auch gar kein Occupated Dingens draufsetzen. Genau. Steht da noch einer. Das heißt, wir würden maximal einen Fuß verlieren. Ja, das ist mir doch so scheißegal. Ja, das ist entspannt. Die finde ich gut. Ich glaube, würde niemand was legen, oder? Also ich lege da nichts rein. Kann nichts was? Warte. Ich kann nicht. Warte mal, da kann nur einer stehen auf der Dings, auf der. Ja. Das heißt, es passiert nichts, außer dass wir einen Fuß verlieren. Und einen Fuß können wir ja wohl verlieren. Kakano legt nichts, Haka legst du was? Nee. Ben? Nee. Nils? Nee. Gut, dann dreh ich um. Jo. Dann verlieren wir ein Food, ein Rot und ein Grün, genau wie ich gezählt habe. Sehr schön. Haka, hier schwer. Diese Karte, die solltest du vielleicht langsam auf der Hand behalten. Das wird am Ende nochmal wichtig werden. Ja, wenn ich die Karten nicht so passend ziehen würde. Ja, ja, die klar. Hatte ich noch nicht einmal auf der Hand. Echt? Ja, wird nee. Noch kommen vielleicht. Wie, was für eine Karte war das? Zeig nochmal. So, haben wir jetzt haben wir einen Food verloren? Jo, habt ihr. Ja, haben wir den Jump-Marker haben wir noch nicht vorher gehüpft. Ja, haben wir noch nicht gemacht. So, Jump-Marker. Ist jetzt ein neues Destiny-Deck für die Kartenzähler. Ich hab's gesehen.
So, ich bin dran, oder? Kartenzähler muss ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, dass ein neues Deck da ist. Ich bin dran, gell, richtig? Ja. Ja. Du merkst dir das echt, Hager? Das finde ich beeindruckend. Ich merke mir das echt, ja. Schreibst du es aber dir auch? Das Problem ist, manchmal kann man sich das nicht merken. Also ich habe schon zweimal verkackt. Einmal habe ich vergessen, mir das zu merken. Und dann bist du halt raus. Dann kannst du nur noch eine Wahrscheinlichkeit eingeben. Und manchmal liegen da so viele Karten und du kannst nicht vorher sagen, wer von wem welche Karten kommen, dass du dann auch einfach kapitulieren musst. Das hatte ich auch schon. Ja. Ah ja, stimmt. Du aber weißt manchmal ja, ist es relativ einfach. Du weißt ja nicht unbedingt, wenn da irgendwie 10 Karten drin liegen, was jetzt aus dem Destiny-Deck kam. Ja, manchmal verwirren mich noch die Zylonen, aber meistens spielen die ja was Negatives dann muss ich halt immer gucken, welche Karten überhaupt auf der Hand haben könnte und ich weiß ja, was ich selber reingelegt habe und dann geht das schon. Also ich habe echt nur Kacke gezogen, diese Runde. Naja, ich bin noch dran, gell? Ah, ich hätte gar nicht so viel ziehen dürfen. Ja. Ich leg meine Karten zurück. Wieso hättest du gar nicht so viel ziehen dürfen? Weil er in der Achso, weil du in der Tick-Bay bist. Ich leg sie einfach auf die Hand. Ja, leg sie ab. So. So. Ich bewege mich auch hier hin. Mhm. Dann spiele ich Executive Order auf den Dock. Sehr schön. Ja, schieb mal zwei rüber. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir machen können. Oh Gott. Ja, Mai. Passt, okay. Ich mach das nicht mehr. Zwei rübergeschoben, ja? jo. So. Crisis. Zwei Civilian Chips haben wir noch. Kann wieder dich choosen. Aber ist nicht so schlimm. Halt. Nee, die ist nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, wollen wir da überhaupt liegen? Minus 1 Moral. Na, wird so langsam knapp mit der Moral, ne? Ja, wir sollten es, glaube ich, schon machen. Ja, aber könnt ihr denn da überhaupt zu beitragen? Ich bin ja erst ganz zum Ende dran, ich werde nichts sagen halt. Ja, okay. Es hängt, glaube ich, von dem Spieler hier ab. Dann fang mal an, Kakandu. Ich lege auch nichts rein. Warte, echt, du kannst nichts, oder? Ich kann nichts reinlegen. Ja, Gott. So, Ben ist dran. Wie viel brauchst du denn? Also, mein Beitrag wäre Mitte, ich könnte aber gut reinlegen. Aber dann, ich hätte halt noch eine Karte behalten. Also mein Beitrag wäre Mitte, aber ich könnte gut, also bitte bis gut reinlegen. Hier wäre schon gut reingelegt. Destiny-Stapel ist halt neu, also mit Benz zusammen. Ich weiß halt nicht, wie viel du hast. Das musst du jetzt entscheiden halt. Ob das reicht oder nicht. Dann leg ich halt gut rein. Muss ich jetzt auch noch gut reinlegen? Ist das sehr gut oder nur gut? Sehr gut. Sehr, sehr gut, okay. Ja, nicht sehr, sehr gut, nur sehr gut. Aber ist halt immer Destiny-Deck und Ben ist auch dabei, ne? Könnten halt drei Karten auch dagegen liegen, also könnte es auch auf Null stehen dann. Wenn ganz viel Pech ist. Ja gut, ich werf die Karte rein, sonst bereue ich es nachher. Ne? Ja gut. Oha. Oha. Das ist doch wieder. Jetzt haben wir da wahrscheinlich. Nein, also. Plus 20 oder so. Ist okay. Also in den Politics-Karten sind gewisse Karten sehr oft vertreten. Okay. Los, 3, 1, 6, 7, 8, 11, 12, 10. Ich wollte noch einmal ein bisschen drüber gucken. Darf ich noch mal ein bisschen drüber gucken? Natürlich. Oh, das ist bitter. Das ist richtig bitter. Ich zieh dann schon mal eine Karte. Ja, okay. Ich hab fertig gemerkt. Auch wenn mir das nur mäßig was bringt. Was ist die Dreierkarte da? Ach, Preventive Policy. Oh, zwei von drin. Kann ich offen? Ja, wie schon gesagt, ich hab. Aber du hörst ihn. Die Preventive Policy hat zumindest verhindert, dass wir einen Moral verloren haben. Also hat sie ihren Job ja getan.
Boah. Ach ja. Ich hätte die andere Karte nicht reinlegen müssen. Es hätte genau gereicht. So. Yes. Aber wer ist dann dran? Ja. Kann man nicht ändern, ist halt immer. Wenn wir ihn böse Zylone ist dann. Wenn wir ihn aufgedeckt hätten. So, was macht der böse Zylon denn? Außer in seinem Mad Bay darf er ja nur eine Karte ziehen. Kann er das schon? Hat er schon. Sehr schön. Der böse Zylon. Ja. Dann gehe ich auch zur Occupation Authority und Activity. Das habe ich mir gedacht, dass du das tust. Und das war's. Dann bin ich. Ich ziehe jetzt mal Karten. So, jetzt muss ich mal gucken, was ziehe ich denn für einen. Also wenn wir eine Executive Order auf mich... Ja, oder alles gut. Ich ziehe Engineering. Ich ziehe zwei Piloten. Und ich ziehe zwei Taktik. Will ich mich überhaupt woanders hinbewegen? Ich glaube nicht. Und dann könntest du sogar machen, egal. Ja, ich spiele eine Executive Order auf den Doc, weil der jetzt schon die ganze Zeit seine Schiffchen da bereiten durfte. Der kann dann die letzten beiden auch rüberschicken. Ja, so, schön. Nice. Schön, schön. Ja, ich würde drin. So, jetzt müssen wir uns, ja. Verpissen. Jetzt haben wir alle Schiffchen fertig, ne? Ja, die können jetzt die Tainer Human machen, das werden die wahrscheinlich auch machen. Hacker, du hättest dich da verziehen sollen auf der. Ja, das stimmt, das hätte ich. Aber nun ist Pech gehabt. Weil du der Letzte dran bist, der halt flüchten kann. Dann kommt eine Crisis. Und die Galaktika ist wieder im Orbit am Ende der Crisis. Ah, was ist das denn? Oh, brauchen nur 9 plus. Ach Gott. Das Fail ist lustig halt, ja. Ja, aber das Fail will uns vernichten, ne? Ja. Ja, aber ich denke mal, dass wir die 9 Plus hinkriegen sollten. Ja, du, wir beide werden, ja. Also okay, den Jumpmarker kriegen. Ja, Kando liegt als letztes halt. Muss ich mich noch auf einen Raumkampf vorbereiten oder nicht mehr? Ja, und muss ich noch auf einen großen Raumkampf vorbereiten. Aber das Problem ist, wenn wir springen, dann springen wir, oder nicht? Also schau, jetzt hier, das ist jetzt das Setup. Kakando, du zu deiner Setup her? Ja. Weil wir jetzt wieder da sind. Jetzt sind auch die Schiffe da. 4 Raider. Jetzt evakuieren wir die zivilen Schiffe von hier drüben nach hier drüben in den Sektor. Die landen jetzt hier alle. Und du kannst dann entscheiden, wann wir losspringen. Das heißt also, weil unsere Population so gering ist, müssen wir wahrscheinlich so bis auf eine oder zwei alle evakuieren und dann musst du dran sein und dann können wir losspringen. Achso, die müssen jetzt, die werden nacheinander dahin gezogen, oder wie? Ja, genau, das können wir wieder hier auf dem Shipyard machen. Danach wird auch das Icon unten rechts tut dann auch ein Ship automatisch evakuieren. Genau. Warte, ist die... Erst nächstes Mal aber, oder? Ja, genau, erst nächstes Mal. Ja, wir müssen das Ding bestehen, ne? Das heißt, wenn wir es bestehen, dann kriegen wir auch schon automatisch eins rüber, oder wie? Wie bitte? Wenn wir es jetzt bestehen würden, würde dann auch schon... Erst nächstes Mal, weil wir springen erst am Ende halt. Ja, gut. Okay, wir springen erst, klar. Nachdem die Karte abgehandelt wurde. Wie es halt ablaufen wird, Hager, ist, du fliegst hier in diesen Sektor und musst halt dann die Schiffe gegen diese... 4 Vader beschützen, also gegen die 8 Vader beschützen. Ja, alles klar. Weiß ich nicht. Oder wirfst sie Nuklearbomben. Genau, und normalerweise ist jetzt halt. Du hast gerade die Karte gelegt, Gehager. Ja, das ist meine. Da ist jetzt dann dran, was reinlegen. Hier legt nichts dran. Also, wir brauchen nur 9 Plus, gell, das wisst ihr. Ja, ich trage ein bisschen bei. Ja, wir müssen das schon sicher machen, halt. Ich trage minimal bei. Ja, wir müssen das schon sicher machen. Ich trage minimal bei. Ja, mehr geht da nicht halt, ist ja. Ist Kakando dran? Ich leg nichts dran. Und dann bin ich dran. Ja. Oh Gott. Ich habe Angst, aber es sollte klappen. Wenn wir das jetzt um einen Punkt verkacken. Das sieht gut aus. Das musst du, glaube ich, gar nicht zählen.
3, 5, ich zähle trotzdem. Ja, das ist alles positiv. 7, 9, 12, ja, habt ihr sogar gepasst. Das gibt's. Haben wir nichts von, ne? Ja, habt ihr auch nichts von. Ja, schön. Ein Kartenzähler. Genau, dann bist du auch dran, Hagar. Hagar ist dran? Oder Hagar? Nee, sorry, Ben. Warte mal. Ich hab Werner gerade unabsichtlich ein Food dazugegeben, weil man dachte, das ist die Karten gewesen. Das darf nicht passieren. Den noch ein Food schenken. Ich bin dran. Ja, dann mache ich dieses Summen. Da musst du dich hinbewegen. Wo muss ich mich denn da hinbewegen? Zu denen einfach rüber. Jetzt mal logisch gesehen, wen wollen wir denn am ersten detain? Hast du da jemanden im Kopf? Ich hätte auf alle Fälle wen vor mir ausgehört, also der, was jetzt nach mir dran ist. Weil dann ist nur noch einer wirklich gut dran und dann bist du wieder dran, dann könntest du noch mal. Ja, da wäre ich auch für einen Doc, weil wenn der Präsi Crisis-Karten zieht, ist das auch eher ein Nachteil für die. Mhm. Und doch eher den Doc, ja. Ich sitze heute den ganzen Tag in eurem Knast. Drei? Drei ist nichts, ne? Ja, move human to detention. Was? Kannst halt noch jemanden Modifikator, so eine blaue Karte? Nee, aber das ist doch, Detention ist besser als Sickbay, oder? Nee, Detention ist schlecht, er kann sich nicht mehr rausbewegen. Das heißt, wir lassen ihn dann zurück und verlieren eine Moral, wenn wir springen. Ja, aber wenn er Detention hat und er den Action-Dingens passt, ne? Und er zieht ja gleich voll, aber er darf nur zwei Karten reinlegen. Okay, aber wenn er das passt, dann darf er sich irgendwo hin bewegen, wo er will, ne? Ja, aber wir müssen einen 9er Skillcheck machen. Also Medical Center ist nur, dass er halt weniger Karten zieht und er kann sich frei bewegen. Ja, okay, aber ich kann eh nichts an dem Ergebnis. Ist ja sowieso egal, ich bin in der Detention. Ja. So, das ist halt, ist doch nicht gut halt, ja. Brauchen wir noch, wir müssen eigentlich alle in den Knast werfen, dann verlieren die an Moral. Mhm. Das klingt sehr schön. So, ich ziehe meine Karten normal, ne? Jo. So, ja. Ich werde gleich Hagar den Nuke-Einsatz fokussieren. Okay. Ich glaube, das ist gut. Das klingt gut, ja. Wir brauchen dafür vielleicht Würfelunterstützung, wenn Panzer da was hat. Wir könnten entweder hier nochmal deine Super-Action mit den Karten ziehen verwenden für bessere Würfelergebnisse oder wir suchen halt danach Executive Order. Oder du versuchst den Skill-Check zu machen, aber ich glaube nicht, dass du den passen kannst. Halt. Ich glaube, ich suche lieber nach, wenn du den Nuke-Einsatz forcieren möchtest, suche ich lieber nach Karten, die da helfen. Der Executive Order wäre richtig praktisch. Also, momentan ist es noch nicht nötig, dass du halt Leadership-Karten ziehst. Momentan, diese Runde reichen noch Tactics-Karten. Naja, aber eine Executive Order würde ja dafür sorgen, du könntest dich ja move, die dann spielen, dann könnte ich mich moven und einen Nuke machen. Nein, du musst beide Nukes werfen auf beide Sektoren. Ach so. Das wäre auch noch. Es gibt ja auch noch die Karte mit dem, während er sich moved, kann er eine Aktion machen. Die könnte ich ja auch noch ziehen. Ich ziehe Tactics. Und gebe die dann an den Präsidenten weiter, oder? Ich weiß es halt nicht. Also wenn eine Executive Order würde ich an den Präsidenten geben.
Executive Order würde ich an Hager gehen. Ja. Also wir können es halt nur auf unseren Perspektiven sehen. Wir haben halt unterschiedliche Planungen. Ich glaube, wir werden langfristig halt Executive Orders brauchen, um zu gewinnen halt. Glaube ich. Ja, das mag wohl sein. Aber was passiert, wenn ich in den Knast lande? Darf ich dann New? Hey, da war nur noch, da war nur noch eine Lass Karte. Du. Da war nur noch eine Karte. Ich will noch eine ziehen. Sie dürfen. Wenn du im Knast bist, dann kannst du keine Nukes mehr öffnen, dann ist der Präsi Admiral. Ah, okay. Ja. Siehst du? Aber bis ich dran bin, kommst du ja nicht in den Knast. Ja gut, dann nehme ich die Karte jetzt mal auf. Ja, stimmt, ja. Dann bist du auch fertig, Doc, oder? Nils? Ja. Da kommt jetzt keine. Doch, kommt schon eine. Hey, du bist doch im Gefängnis, oder? Detention, ja. Nur in der Brick wird keine Crisis gezogen. Bist du dir sicher? Steht drauf, ja. Also, da steht, dass man keine Crisis-Karte zieht und da steht nur, dass man 2 Skillchecks in den Karten in den Skillcheck werfen darf. Ah, okay. Ja, Detention ist natürlich kacke. Spawn. Dieses mit den Diskarten von Skillcards sollten wir vielleicht nicht machen. Nee, das wäre das könnte also unser Plan. Also ich bin ja sowieso schon in der Detention. Die Frage ist, was mit der Moral ist. Sehr wenig halt. Aber was ist denn? Ja, unten, ich glaube, das ist ungünstig. Weil da kann jeder von den Treachery-Karten kriegen. Ich weiß halt nicht, ob wir den Skill-Check passen können. Was ist denn das? 10. Ich guck mal eben. Ja. Also, ich kann da nichts zu beitragen, möchte ich mal sagen. Ja, machen. Ich halt auch nicht. Ist halt. Und wenn wir das oder machen und einfach alle 2 Karten abwerfen? Ja, ich habe halt eine kritische Karte für die Nuke-Sache und ich habe nur 2 Handkarten. Dann verlieren wir ein Moral. Ja, ein Moral verlieren ist ja jetzt auch nicht so kritisch, oder? Ja, es ist halt so, wir haben noch einen in Detention, da würden wir auch noch ein Moral verlieren. Und da kommen dauernd Moralkarten halt. Ja, was willst du machen? Wir könnten doch auf die Nukes verzichten. Ungern. Oder wir können die Nukes trotzdem werfen. Das ist nicht was. Oder wir können die Nukes trotzdem werfen. Also ich ziehe halt Die Dinger bewegen sich doch jetzt sogar. Die spawnen jetzt. Die spawnen neue Raider noch. Ach, die spawnen, das heißt neue Raider spawnen. Ja. Okay. Ja, alle. Alter. Ja, ich glaube, wir brauchen die Nuke, ne? Ja, ist halt, also ich ziehe halt eine Leadership-Karte. Das Problem ist, wenn sich die Raider bewegen, ja, dann ist es halt noch sehr viel weniger effektiv, weil du kannst. Ja, deswegen hatte ich ja eigentlich gesagt, solltest du das Dingens kriegen, dass ich dann direkt nuken kann, aber das war ja irgendwie nicht dein Plan. Ja, weil ich ja schon alles hatte halt. Aber jetzt kommt halt diese Karte, dass ich 2 Karten discarden muss. Ja, und nur 2 Handkarten. Dann ist halt klar, dass wir die Moral von ihnen haben. Ja, dann verlieren wir die Moral halt. Also macht ihr den Skillcheck? Ja, wir machen den Skillcheck. Boah, echt Pech. Hau was rein, Fabian? Ich hau nichts rein. Ich hau auch nichts rein. Aga? Nein. Obwohl, warte mal. Du kannst Treachery-Karten loswerden. Ja, das ist doch eine gute Idee. Doc? Der Kollege Zilone hat was reingelegt, ja?
Ja. Ich habe auch was reingelegt, zwei Karten. Aber ja, halt, Treachery. Ja, genau. Da kannst du, darfst du nicht sagen. Darfst du nicht sagen. Ja. Warte, der ist noch richtig. Du legst es dran? Achso, doch. War es das? Jo. Ja. Wenn der Mann nicht negativ ist. Minus 3, minus 4, 0. Minus 4, minus 6, minus 8. Gefällt. Oh, okay. Ups. Ja. Ich bin dran, oder? Ja, du bist. Bin nicht im Gefängnis. Ich zieh mal eine Karte. Du solltest dich erst moven. Erst die Karten ziehen. Meinst du nicht, es macht Sinn, wenn ich stehen bleibe? Weil wir müssen die halt preparen. Ich weiß nicht. Es kann auch gut sein, wenn wir uns erst zurückziehen und dann später wiederkommen oder so. Apropos, es launcht noch ein Schiff raus, ne? Stimmt. Naja gut, aber wenn du stehen bleibst, wirst du eventuell, also du wirst eingeknastet, oder? Das wird's gefehlt, oder? Ja, das war gefehlt. Ja, ja. Das war gefehlt. Achso. Ja, aber ja. Was passiert denn, wenn ich den, also man könnte den Zylon auch wegschießen, oder? Ja, du kannst ihn exekutieren halt, aber das bringt nichts. Nee, hier oben, Human Action. Attack Occupation Force. Das Problem ist, dass da hinten dran halt auch weitere stehen, ja? Ja, klar. Deswegen aber macht es nicht so viel Sinn. Ja, aber wenn die, also wenn du jetzt dran warst, ne, danach wird jemand von uns eingeknastet. Das kommt halt drauf ja, an. Ja, nicht sicher. Wir können auch einfach in der Sickbay landen halt. Es ja? ist halt 1 bis 3, ne? Wenn wir den um einen erhöhen. Ja, in der Sickbay ist halt auch Schweifen. Oh. Ja, ja, wir könnten uns auch. Ich kann mich auch wegbewegen und dann wirst du halt eingeknastet. Ich weiß halt nicht, ob das besser ist. Ja, ja wenn du dich wegbewegst und dann so ein Execute Order spielst, kann ich halt rausbewegen und einen Nuke machen. Naja, du musst beide Nukes werfen. Also, das glaube ich, musst du halt machen. Weiß ich nicht. Also, wenn ich mich rausbewege und in Hand. Also, der Punkt ist ja, wenn ich in dem Viper bin, kann ich zwei Aktionen machen. Wie bitte? Wenn ich in der Viper bin, kann ich zwei Aktionen pro Zug machen. Also du musst aber in der Viper. Das Problem ist, du musst halt in der Viper starten. Ja, klar. Das Problem ist bewusst. Das große Problem, Hager, ist, dass du hier unten dieses mit der 8 Destroy Every Ship in the Area haben musst. Fast, ja? Ja. Weil, wenn so viele Raider hier auf dich zufliegen, nachher kannst du die nicht aufhalten. Sagst du so. Ja, aber es ist halt so. Ja, nein, der Punkt ist halt einfach, wie wahrscheinlich ist es, dass ich zweimal eine 8 werfe? Also, wenn du einmal eine 7, also wenn wir schon mal die beiden Base-Stars wegmachen, dann schießen die halt auch nicht mehr auf uns. Ist auch nervig, ja? Die schießen nicht mehr auf uns, sie spawnen keine neuen Raider. Mhm. Und das macht schon einiges an Unterschied halt aus. Ich glaube schon, also die Taktik, dass man zweimal die Bester Nuke hat, sich bewährt in der Vergangenheit. Aber die Sache ist doch ganz simpel. Du machst eine Executive Order auf, also bewegst dich raus, machst eine Executive Order auf ihn und er schießt die zwei Nukes. Das war doch sowieso der Plan. Ja, aber. Können wir so machen. Ich weiß halt nicht, ob ich mich bewegen soll, weil ich kann halt auch theoretisch stehen bleiben. Und dann halt, kannst du dann Executive Order auf mich machen und dann evakuiere ich noch mehr Schiffe. Ich weiß halt nicht, wie die Raider danach stehen. Wahrscheinlich musst du halt rausfliegen, oder? Ah, ich weiß es nicht. Wo könnte ich mich denn hinbewegen, was gut wäre? Ja, Resistance IQ. Ach nee, du könntest dich auch auf die Galactica bewegen, ne? Ja. Oder in den Engine Room. Engine Room ist egal. Du könntest doch auch stimmt, Engine Room geht auf die Galactica bewegen. Und die Kanonen bedienen. Später irgendwann. Ich könnte hier Main Batteries gehen. Mhm. Hier 7 bis 8 Destroy 4 Raider. Und 4 bis 6 ist auch in Ordnung. 2 Raider ja. Ist auch in Ordnung.
Wenn ich mich dann halt hinstelle und dann spielt jemand Executive Order auf mich, dann schieße ich halt zweimal da. Ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Ja. Ja, das wäre eine Alternative, wenn die Nukes jetzt gleich fehlgehen, dass du denn da kämpfst. Ja. Das klingt vernünftig. Wir dürfen halt, wir müssen uns halt eigentlich beeilen. Aber okay, wir probieren es mal so. Beweg mich rüber. Ist das der erste Einsatz der Pegasus? Werf meine Karte ab. Dann spiele ich Executive Order auf dich. Du musst die Karte abwerfen, wenn du dich vom Schiff zu Schiff bewegst, oder wie? Genau. Ja, okay. Auch vom Planet zu Schiff, ja. Ja. So, dann spielst du auf mich Executive Order. So, und ich soll jetzt beide Dinger nuken. Ja. Bom. Ich spiele einmal Strategic Planning. Das ist sehr schön, das ist eine gute Idee. Oh, mach keinen Scheiß! 5 mit 6, 7. 7 ist ja schon mal gut. Was ist bei 8? Ja, wäre der ganze Sektor leer. Aber gibt's halt nicht. Also, der ist gibt's, im Arsch. Gibt's schon, 8. Zack, weg alles, raus. Nice. Ah! Das ist eine gute Idee. Ja, dann ist der. Ups, das wollte ich gerade machen. Ja, dann ist der Sektor. Das ist doch schön. So, dann. Ihr könnt auf euren Doc zählen, auch wenn er in der Detention ist. So, dann nuken wir noch den anderen Sektor. Eine 6. Schade. Destroyer Bester. Oder? Da kommt jetzt nicht noch was geflogen. Naja, ich bin raus. Aha. Oder warte? Ja, das ist wahrscheinlich einfach. Aber ich spiele hier noch eine. Ich spiele hier noch eine. Nee, das geht nicht. Das geht wieder. Nicht. Wieso nicht? Ausspielen. Wieso nicht? Musst du selber spielen. Ne? Play after you destroy. Ach, shit. Nee, play after you. Ach so, also ja. Sorry. Ja, dann ist die Karte. Dann ist die Karte ja noch beschissener, als ich gedacht habe. Crisis. Ja gut, das ist halt eine Moral dazu. Das ist halt nicht. Ja, wäre halt schon geil jetzt. Ja, es gibt keine Stars mehr. Eine Population weniger und dafür eine Moral mehr. Ja, das ist. Da tauscht die eine Ressource gegen die andere. Wahrscheinlich ist das untere besser. Also, ja, tatsächlich ist das untere besser, weil du die eine Ressource gegen die andere tauscht. Ja, aber geht. Wir müssen halt alle Schiffe evakuieren, ist halt so. Ich nehme das untere. Aber dann Ja, ich nehme das untere. Ich mache das mit dem Evakuieren, Kakando, ja? Okay, ja. Da würde ich gerne meine Fähigkeit benutzen und den Launcher-Icon zum Radar-Activation-Icon benutzen. Was machst du jetzt? Meine Once-per-Game-Fähigkeit würde ich gerne benutzen, dass die Radar sich aktivieren. Okay. Ah, ich hätte doch mich zum Hangar-Deck, aber dann, naja, dann hätten wir jetzt noch mehr. Naja, es ist egal. Oh, dann bin ich. Hat sich Moral und Population schon getauscht? Nee. Ben, die Karte aktivieren? Sorry. Wir haben hier das untere genommen. So, dann böser Zylon. Tue deine bösen Sachen. Ich werfe eine Twitch-Free-Card ab und bewege mich. Jetzt die Frage, Ben. Warte, nee, du musst keine Treachery-Karten abwerfen. Du kannst dich so bewegen, glaube ich, als Zylone. Nee, wenn ich einmal darüber wechsle von einer Caprica, muss ich eine abwerfen. Habe ich nochmal nachgeschaut. Aber ich kann nochmal nachschauen. Wäre mir auch lieber. Ja, ist okay. Schon nochmal. Ne? Ist das entscheidend? Ja. Nicht wirklich. Nee, ich bin mal eben auf dem Klo. Tempo. Rüberbewege, muss ich eine Karte abwerfen. Du darfst dich da gleich heroisch der Streitmacht entgegenstellen. Ja, damit habe ich gerechnet. Dafür bin ich vorbereitet. Aha. Okay. Auf Wiedersehen, Kakando.
Ich glaube, er hat ab und zu hatte Internetprobleme. Ja, wie war das, wenn wer die Tür aufmacht? Das? Genau, wenn jemand die Tür aufmacht, dann fällt sein Internet aus, hat er erzählt. Ach, müssen wir noch bereit machen. Das ist nicht viel. Aber wenn ich erstmal in der Wi-Fi bin, habe ich ja zwei Aktionen. Wenn ich da starte. Hallo, hallo. Da ging bei mir gerade die Wohnungstür auf. Dauert ein paar Minuten, sind schon da. Ja. Hol mir mal einen ganz kurzen Kaffee, ich bin gleich wieder da. Jo. Wer ist denn dran? Sag mal, Ben. Takato ist dran. Ben, bist du da? Ja. Soll ich eher von innen agieren oder aktiv von außen mitarbeiten? Was denkst du? Jetzt schon gesagt, ihr von außen. Ja? Okay. Ja, dann kann, wenn jemand möchte, kann man Charakter zur Silent Fleet bewegen und die Raider aktivieren. Mir ist da auch nicht gemacht. Nur genug Platz in dem Sektor. Hallo, hallo? Ja, machen wir gerade. Okay. Aber, hier. Haga ist eh gerade auch noch AFK, also alles entspannt. Ich glaube, Haga, der muss jetzt kämpfen, ne? Naja, er kann ja direkt schießen, weißt du, und dann mit Glück tötet er schon drei oder so und dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Ja, oder er kann die zwei Unmanned da auch noch mit reinbewegen, von links. Weiß nicht, wie kämpfen denn die? Also, die kann man schon aktivieren hier in Command, aber halt nicht so krass. Ja, er muss halt. Ja, er springt da rein und dann schießt er viermal und dann ist er vier weg. Genau. Und notfalls hat er da sein Meat Shield. Genau. Ja, bleibt eh nichts anderes übrig. Dann muss er seinen Mann stehen. Genau. Oh, ist das spannend, Leute. Die Frage ist, was ich mache. Also ich glaube noch nicht, dass wir das hatten, dass unsere Population so weit unten ist, während wir hier in New Caprica sind. Ja, tut mir aber wohl. Wie konnte das denn so schnell eskalieren jetzt hier? Ja, er hat seine Superfähigkeit benutzt. Ja, aber dann waren sie ja hier. Und dann ist er hierher gegangen und hat die Viper die Raider nochmal aktiviert. Ah, okay, er hat sich rüber gemoved. Okay. Aber das passt dir eigentlich sogar ziemlich gut, weil du kannst jetzt einfach rausfliegen und direkt angreifen. Ja, das ist nämlich jetzt auch mal ein Plan. Ich bin jetzt auch dran, ne? Genau. Dann zieh jetzt mal meine Karten. Zieh mal Karten. Ja, komm, nehmen wir die. Ach, Mann, das hätte auch anders. Ah, obwohl, das ist ganz schön. Okay. Wenn du in die Viper gehst, musst du noch einen abwerfen. Wenn ich in die Viper gehe, muss ich eine Karte abwerfen. Also wenn ich rübergehe, muss ich einen abwerfen, ja. Genau. So, dann mache ich das jetzt wie folgt. Ich gehe rüber. Tü. So. Dafür muss ich was abwerfen. Dafür werfe ich was ab. Was werfe ich denn ab? Bedenke immer, es gibt auch Karten, die man bei Movement spielen kann. Ja, das ist mir bewusst. Ich gucke auch gerade durch, aber das ist in dem Fall nicht der Fall. So, dann darf ich mich aber jetzt als Dingens ausschleusen. Hier, deine neue Viper. Wunderschön. Wir haben nur noch eine Viper. Wenn zu viele kaputt gegangen wären, wäre das echt blöd gewesen.
So, und jetzt geht's los. Jetzt habe ich noch eine Aktion, ne? Und dann spiele ich den hier und jetzt darf ich viermal angreifen. Und für den ersten Würfel spiele ich noch den hier. Ja, das klingt doch vernünftig. Dann würfel ich jetzt mal. Das ist mein erster Würfel, das ist 5, 6, 7. Ne, hier da oben ist das 3 bis 6 ist zerstört. Ah, ja, aber ich habe ja sogar noch den abgesichert. Einen habe ich weggemacht. Der ist daneben. Der ist Was? getroffen. Und das war 1, 2, 3, das war der vierte, ne? Ja. Ne, der dritte, oder? Nee, den ersten Er hab, stimmt, nee, zwei, ja. zwei vernichtet, zweimal daneben geschossen. Ja, passt. Ja, schade, hätte schöner laufen können, aber gar nicht so schlimm. Nee, hast du nicht drei vernichtet? So drei Nee, zwei. bis. Ja, das war das. Weißes Es Karte kommt oder? weiße Karte. Da kommen jetzt wieder die normalen. Ach nee, warte. Hier kommt. Ja, das ist Quatsch von mir. Natürlich kommen die alten noch. Ich war schon verwundert. Okay, die finde ich gut. Das passen. Ja, du kannst glaube ich Dock befreien, oder? Das geht schon. Was ist denn eine Detention? Du kannst Ohr nehmen. Du kannst choose a player Ach und so. schieb ihn in die Metal Kill Center. Also du kannst mich nehmen und in die Metal Kill Center schieben. Das wäre gar nicht so schlecht, ne? Das geht kann, oder? Man kann Leute aus dem Knast, wenn da steht choose a human player on Ocaprica to send to the Medical Center, kann er ihn aus dem Knast befreien. Ich meine nicht, ne. Aber ich muss nochmal Wieso nicht? nachgucken. Also ich weiß, dass es in der Brick nicht geht. Detention kann auch mal eine Sonderregel sein. Also in der Brick ist es so, dass du nicht gemoved werden kannst. Da Ansonsten steht ja kannst du auch Bricks. drauf, you may not move. Da steht da auch, not move. Aber die Frage ist halt, das ist da ist ja, die Karte sagt ja jetzt, Move, somebody. darf jemanden senden. Wo steht You may not move? Steht das auf der Brick Ja, aber da Action steht ja drauf? you may not move. Also du darfst dich nicht bewegen. Und da auf der anderen Karte steht, ich soll jemanden senden. Sind ja zwei verschiedene Dinge. Das ist halt die Frage jetzt. Ja, ich kann gerade nicht nachschauen, also müsste fix jemand Und anders jetzt machen. Ja, ich bewegen sich schau nach. die Occupied Forces würden sich jetzt bewegen, oder wie? Ja. Ja, die bewegen sich so oder so, weil das ja. Nee, du kannst nicht. Du kannst dich nicht bewegen, außer du machst den Skill-Check, stoppst deine Infiltration, bist executed, or passing a crisis with specifically releases someone from detention. Das Also, macht das okay. ja nicht. Also, der macht. Okay. Aber du kannst trotzdem das untere einfach nehmen dann. Aber du kannst einen. Gibt's halt Kannst. nicht. Aber ich kann doch hier den bösen Zylon kann ich doch in den Medical Center schicken. Nee, er ist ein Human Player. Da steht Human Player? Ja. Ja. Oder ich destroy Occupation Force, wenn wir Ja, den aber es bestehen. ist relativ egal, oder? Weiß nicht, ich könnte den hier zerstören und dann müssten sie erst wieder einen nach vorne bewegen. Nein, oder den nächsten zerstören. Die bewegen sich ja jetzt alle nach vorne, wenn ich es richtig verstehe. Dann steht der hier, oder nicht? Genau. So, das heißt, Der ist dann. dann weg, halt. Aber okay, aber der Effekt wird erst abgehandelt und dann wird das untere gemacht, ne? Also die Occupation Forces sind nur noch relevant in Bezug auf hier Detainer Human. Ja, aber es wird erst der obere Effekt abgehandelt und dann wird unten bewegt, ne? Genau. Das heißt, ich könnte den zerstören. So, der würde sich einfach weiter bewegen und der würde sich hierhin bewegen. Damit hätten wir mehr Bewegungsfreiheit, ohne Angst zu haben, dass wir wieder irgendwie weggeknastet werden. Ja, aber die kommen halt immer wieder neu, gell?
So. Ja, aber es gibt doch auch nur einen endlichen Vorrat, oder? Nein, die sind dann immer wieder da. Oder? Ja, die kommen immer wieder. Das ist halt meine Frage. Ja, Kakadu, die sind die Occupation Force, die sind unendlich. Die kommen halt dann immer wieder, wenn sie dort waren, oder? Also wenn die da ist, dann wird die automatisch zerstört. Ist sie dann für immer tot? Nee, dann kommen sie wieder in den. Also an sich sind die unendlich, ja. Ja, genau. Also es sind unendlich. Ich weiß nicht, ob das halt Sinn macht, einen 8er Skillcheck dafür zu machen, Kage. Es kann halt, weißt du, wir verwenden dann Karten und dann kann halt irgendwas kommen, wo wir Fuel verlieren oder so. Wo wir dann Abgesehen wieder... der Punkt ist, abgesehen davon, stopp, wir können das untere gar nicht machen, weil wir keinen Human Player auf New Caprica haben. Das ist, glaube ich, egal, oder? Du kannst auch Sachen wählen, wo du halt nicht genug hast, normalerweise. Ja, Nicht? so steht meistens dabei, wenn du, also bei der anderen, die ist auch, glaube ich, deckt drin, nicht so viel Aber ich mache jetzt einfach das untere. Und dann passiert Da einfach, passiert nichts. passiert einfach dann gar passiert nichts. nichts. Dann bewegen die sich hier ein weiter und die Dinger schießen und wir kriegen ein Schiffchen hier rein. Genau. Ich finde Ja, es jetzt gar dann. nicht, aber es gibt auf Crisis-Karten, wenn diese Option, also wenn eine Sache nicht getroffen ist, dann steht dabei, dass man die nicht wählen kann. Ja, das steht dann meistens dabei, wenn man es nicht wählen kann. Ja, gut, aber dann können wir das ja jetzt so machen, ne? Ja, nimmst du das untere, oder? Ja, dann Genau nehme ich das das. untere. Dann bewegt der sich einen vor, wird zerstört, die anderen bewegen sich auch einen vor. So, dann kriegen wir ein Schiffchen hier rein. Was habt ihr gemacht für eine So, Option? Schiffchen hier rein. Die untere. Untere. Okay. Und dann greifen die Viecher an. Und bevor die hier angreifen, tun die ersten vier nicht angreifen. Hat die Karte gezogen. Schießt nur noch einer. Ja, ballert nur noch einer rum. Jo. Untrefflich. Das doch schön. Was? Wer hat jetzt das untere genommen? Wer ist jetzt dann im Medical Center? Ja, es gibt halt keinen, den wir dahin bewegen können, deswegen geht es nicht. Dann ist Ben dran. Ich bin dran. Muss noch eine Karte abwerfen. Muss mal kurz ziehen. Bei Ben tut das schon richtig weh, wenn er Karten abwerfen muss. Ja, dann lass mal die. Nur ballern. Nochmal ballern. Ich hab ballern. Ja, gut. Getroffen. Ja. Das ist eine tote Viper. Ja, ist er nicht beschädigt oder kaputt? Nochmal getroffen. Damage. Beschädigt. Ja, nochmal Damage. Damage getroffen. Ja, aber Damage ist ja nicht destroyed. Ist Damage, ja. Das kommt schon da oben hin. Kommt da oben in die Damage-Viper. Nochmal getroffen, das wärst jetzt du. Ja, das ging jetzt ein bisschen zu schnell. Halt, stopp. Also jetzt zwei, was heißt Also, damaged? zwei Viper damaged einfach nur, dass sie gedamaged werden und zerstört ist, dass sie komplett aus dem Spiel sind. Das ist kein Unterschied. Die sind aus dem Space Area draußen auf jeden Ah, Fall. okay, gut. Und der wärst du, der dritte. Ja, Bist dann du bin ich ganz dabei. Moment. Was macht ihr denn Nix. jetzt? Moment, So. mit dem Würfel, das war jetzt eine 5 eben. Ja, und Also, danach war eine der wärst 1. du. Der wärst du. Ja, also wir sind bereits bei der 1, die jetzt gerade gewürfelt wurde, der nicht Nee, getroffen hat. eben nicht. Das bist Weil? du. Die fünf, das bist du. Du bist dieser Treffer. Hä? Es waren zwei Vipers in den Dingens. Es wurde zweimal eine 5 gewürfelt. Das sind zwei Vipers Dinger. oben. Und jetzt haben wir Deswegen eine ist der 1 Grund. gewürfelt. So, und dann sind wir nämlich jetzt bei dem nächsten Erst und dann über kommt die 2. 7, dann über 5 und nochmal 5. Genau. Das sind drei Treffer passiert. Danach hat noch einer eine 1 gewürfelt, bevor der es abgehandelt war. Ja. Ja, eben. Das war jetzt der nächste eben, weil es zu schnell war. Aber dieser Treffer, das Ja, bist du. okay, Das ist der dann dritte. machen wir, die 1, sehen wir auch gleich mit, dann dürfen wir jetzt noch zweimal schießen. Ne, einmal. Genau. Das ist jetzt der dritte, der wird jetzt gererollt. Wieso wird der gerewollt? Weil das Evasive Maneuver sagt. Na, ja. Ja, okay. Dann rewollet den nochmal, bitte. Gut. Genau, So, jetzt kommt dann der hast du vierte. jetzt noch
Aber das war der dritte. Dann kommt jetzt der Einser, das wäre der vierte, der gewürfelt wurde. Und jetzt habt ihr noch einen Schuss. Dann haben wir es ja jetzt. Ja, nee, das macht man nicht.